Es gibt eine Partei in Deutschland, der die Abschreckung gegenüber Flüchtlingen gar nicht weit genug gehen kann und die aus nationalem Interesse Stimmung macht gegen Armutsflüchtlinge, die nach Deutschland kommen wollen. Die Alternative für Deutschland hätte es immerhin fast in den Bundestag geschafft. Seitdem wehrt sich deren Vorsitzender Bernd Lucke fast regelmäßig dagegen, dass die Partei in die rechte Ecke gestellt wird. Aber wie rechts ist die AfD eigentlich wirklich? Unsere Autoren Peter Onneken, Andreas Maus und Martin Benninghoff beginnen ihren Film in Görlitz, einer der Hochburgen der neuen Partei. Wir sind in Görlitz. AfD-Stammtisch. Polizisten, Selbstständige, der Vorsitzende des örtlichen Garagenvereins ist da. Dass ihr Chef Bernd Lucke als rechtslastig angefeindet wird, weil er von entarteter Demokratie sprach, versteht hier niemand. Wir müssen die Wahrheit den Menschen sagen, ob sie schön ist oder auch mal schmerzt. Die wird auch sehr schmerzen, dazu kommt die Wahrheit. Das ist keine Frage. So. Und wenn dann im Nahkampf mal so ein Wort rausrutscht. Wie tickt die Alternative für Deutschland? Der Sprecher beteuert, mit rechts habe die Partei nichts am Hut. Wir haben uns wirklich bis zur Ermüdung abgegrenzt von allen möglichen ausländerfeindlichen, islamfeindlichen, antisemitischen, rechtsextremistischen, linksextremistischen Strömungen. Gerhard Nadolny war AfD-Mitglied. Er war fasziniert von diesem bürgerlichen Anti-Euro-Protest. Ich habe mir die Nase von dem Herrn Lucke persönlich angeschaut und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, ich vertraue ihm und er ist Professor für Makroökonomie und hat auch in den Talkshows in der Zeit bewiesen, dass er die richtigen Fragen stellt. Also ich war begeistert von ihm. Doch im August war für ihn Schluss. Denn auf einmal waren da für ihn immer mehr Menschen mit rechten, wenn nicht rechtsextremen Ansichten. Zu dem Zeitpunkt war aber dann zum Beispiel schon ein Ex-Republikaner und ein ehemaliger Berater der FPÖ und ein Schönhuber Intimus, ein Dr. Flecke, war schon Mitglied der AfD. Und der wurde dann zum Beispiel in Schmallenberg auf Platz 4 gewählt, obwohl es denjenigen, die da auf dem Podium saßen, also den Mitgliedern des Landes- und Bundesvorstandes, bekannt war, welche politische Vergangenheit er hatte. Grenzt sich die AfD wirklich von rechts außen ab? Konkret von der rechtspopulistischen Partei Die Freiheit? Der Bayerische Verfassungsschutz stuft die Partei Die Freiheit als verfassungsfeindlich ein. Auch deren Positionen zur Migration sind eindeutig fremdenfeindlich. Vor 2 Wochen kündigt Die Freiheit ihre Auflösung an und empfahl den Mitgliedern den Wechsel zur AfD. AfD-Chef Bernd Lucke wehrt öffentlich ab. Wogegen ich mich strikt wende, ist, dass die Leute, die in der Freiheit verblieben sind und diesen islamfeindlichen Kurs mitgetragen haben, die gehören nicht zu uns, ja, weil die eben eine ganz andere Form von Politik wollen, als die wir wollen. Was Herr Lucke verschweigt? Viele Freiheitsmitglieder, die zum Teil über Jahre islamfeindliche Thesen und ausländerfeindlichen Populismus mitgetragen haben, sind seit der Gründung der AfD mit dabei. In Mecklenburg-Vorpommern sitzt das Ex-Freiheitsmitglied Andreas Küssner im Vorstand. In Brandenburg Rainer van Remdonk und Thomas Jung, früher in leitender Position bei der Freiheit. Verfassungsfeinde in der AfD? In Sachsen bedankte sich die AfD ganz offiziell für die Wahlkampfunterstützung durch führende Freiheitsmitglieder. Die AfD Hamburg wurde von Jens Eckleben mitbegründet. Früher war er Landeschef der Freiheit. Wir sind in Düsseldorf. Alexander Häusler hat gerade eine Studie zur AfD veröffentlicht und sich auch den Umgang der Partei mit der Freiheit angeschaut. Die Legende, die seitens der AfD über die Partei Die Freiheit verbreitet worden ist, entspricht nicht der Realität. Bei dieser Partei handelte es sich von Anfang an um eine klar rechtspopulistisch und oft muslimfeindlich ausgerichtete Partei. Und die Funktionäre, die jetzt mitwirken bei der AfD, die haben auch diese Linie von Anfang an mitgetragen. Aber es sind nicht nur ehemalige Freiheitsmitglieder, die den Rechtsextremismusforscher beunruhigen. Wenn man sich die Foren anguckt, die Aussprüche von dem Unterstützermilieu und dem Führungsmilieu, sieht man doch sehr deutlich, dass es dort Anleihen an deutlich rechtspopulistische Tonart gibt. Sie steht im Zentrum eines deutlich rechtspopulistischen Unterstützermilieus, Beatrix von Storch. Um ein Haar wäre sie für die AfD in den Bundestag eingezogen. Zusammen mit ihrem Mann hat sie ein schlagkräftiges rechtskonservatives Netzwerk aufgebaut. Das Netzwerk der Zivilen Koalition. Auf mehreren Webseiten verbreitet sie ultrakonservative Positionen. Gegen Abtreibung, gegen Schwule und gegen Emanzipation. Im Zentrum des Netzwerks steht die Plattform Freie Welt.
mit ihren zahlreichen Blogs. Da heißt es zum Beispiel: Homosexuelle haben eine pubertäre Vorgeschichte, in nicht wenigen Fällen eine pädophile. An anderer Stelle: Multikulti hat die Aufgabe, die Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell auszulöschen. Wie passen solche Äußerungen zu einer Partei, die sich offiziell klar vom rechten Rand abgrenzen will? Teilen Sie denn Publikationen, etwa im Freie Weltnet, auch inhaltlicher Art? Entschuldigung, um die Frage gleich abzukürzen. Ich lese die Freie Welt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da drin steht. Das ist außerhalb meines Verantwortungsbereiches. Ich glaube, die Freie Welt hängt irgendwie mit der zivilen Koalition zusammen. Aber sie hängt nicht mit der Alternative für Deutschland zusammen. Tatsächlich nicht. Beatrix von Storch war nicht nur Bundestagskandidatin, sondern gehört auch zum Gründungsteam der AfD. Neben ihr sitzt Konrad Adam. Er hat lange auf Freie Welt veröffentlicht. Bis Anfang des Jahres saß er laut Impressum im Redaktionsbeirat der Plattform. Und Konrad Adam steht mit Lucke gemeinsam an der Spitze der Partei. Meines Erachtens kann sich Herr Lucke nicht glaubhaft von rechten Tendenzen distanzieren, wenn zugleich führende Mitglieder seiner Partei in solchen Medien verantwortlich zeichnen, in denen eben deutlich homophobe, reaktionäre, zum Teil ja schon rassistische Stoßrichtungen zum Ausdruck kommen. Doch nicht nur Rechte finden ihren Platz in der AfD. In der sogenannten Professorenpartei herrscht ein regelrechter Wettbewerb antidemokratischer Ideen. Der AfD-Beirat Professor Roland Faubel will den Schutz der Leistungseliten vor der Tyrannei der Mehrheit. Er diskutiert offen, das Wahlrecht etwa für die untere Klasse einzuschränken. Ein stellvertretender Landesvorsitzender schlägt vor, die parlamentarische Demokratie gleich ganz abzuschaffen. Gesetze soll die Regierung per Erlass beschließen. Verfassungsrechtler sind entsetzt, denn mit dem Grundgesetz sind diese Vorschläge unvereinbar. Eigentlich bewegen sich viele dieser Vorschläge gedanklich, geistig, politisch im 19. Jahrhundert. Zwei-Klassen-Wahlrecht, damals war es eben das Dreiklassenwahlrecht, ein Zweikammersystem, also zur eine Kammer, das ist die wichtige, da sitzen dann die Leistungsträgerinnen, die sogenannten, die andere Kammer, die Leistungsempfänger, die sollen ausgeschaltet werden. Also das ist doch eigentlich sehr finster und erinnert nun gerade an die Zeit vor der Demokratie in Deutschland. Wieder in Görlitz. Die Mitglieder hier haben heute Abend viel über Kommunales gesprochen. Rechtsextreme Positionen haben wir nicht gehört. Und doch müssen sie sich fragen, was ist das eigentlich für eine Partei, in der sie da sind?